Guten Abend, willkommen zum Blick auf das Wichtige des Tages. Heute mit diesen Themen. Rätselraten und Zahlen. Weniger Corona-Fälle in Großbritannien, zugespitzte Lage in Holland. Wir analysieren die unterschiedlichen Entwicklungen in der Schweiz und Europa. Wenn uns diese Pandemie eines gelernt hat, dann wie unberechenbar dieses Virus ist. Jüngstes Beispiel: Großbritannien. Hier sinken die Corona-Fallzahlen seit anderthalb Wochen überraschend stark, trotz dem EM-Final, trotz der neuen Öffnungen. Warum dieser Rückgang und warum gerade jetzt? Darüber wird noch gerätselt. Grund genug für vorsichtigen Optimismus ist es allemal. Aus London, Henriette Engbassen. Picknicks sind jetzt in England noch beliebter, sofern die Sonne scheint. Es ist eine Covid-sichere Aktivität. Schönes Wetter könnte einer der Gründe sein für die sinkenden Zahlen. Kommt hinzu, die EM ist vorbei und die Schulferien haben angefangen. Wir müssen vorsichtig bleiben. Die Ansteckungen könnten auch wieder steigen, etwa nach den Schulferien. Doch der Effekt der Impfungen ist spürbar. Wir haben viel weniger Hospitalisierungen und Todesfälle. Fast 90% der Erwachsenen haben eine erste Impfung erhalten, 70% eine zweite. Viele junge Menschen haben Antikörper entwickelt, weil sie die Infektion schon hatten. Der Premierminister weiß, das britische Wetter ist unberechenbar und genauso ist es mit dem Virus. Es ist ganz wichtig, jetzt keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Der letzte Öffnungsschritt ist knapp über eine Woche her. Also die Bevölkerung und wir als Regierung müssen vorsichtig bleiben. Gespannt schaut jetzt alles auf die Entwicklung der Hospitalisierungen. Das war das größte Risiko bei Johnsons großem Öffnungsplan. Die Impfungen bringen Linderung, aber selbst kleine Anstiege bringen das strapazierte Gesundheitssystem erneut an den Anschlag. Es ist positiv, dass die Ansteckungszahlen runtergehen. Doch in den Spitälern steigen die Zahlen und es ist nicht klar, wie lange dies so weitergeht. Zentral sind im Moment die Hospitalisierungen. Denn die Spitäler versuchen, die durch Covid zurückgestellten Operationen und Behandlungen nachzuholen, wie etwa Krebsbehandlungen. Wann und ob die Hospitalisierungen sinken, ist wie vieles hier im Moment schwer zu prognostizieren. In anderen europäischen Ländern sieht die Corona-Lage düsterer aus. Portugal, Spanien oder die Niederlande verbuchten in den letzten Wochen einen starken Anstieg der Corona-Fallzahlen. Und das ausgerechnet in der Tourismus-Hochsaison. Warum sich die Situation in den Niederlanden zugespitzt hat und wie die Menschen damit zurechtkommen, Michael Rauchenstein. Es ist kühl und regnerisch an der niederländischen Nordseeküste. Das Wetter erinnert an herbstliche Tage und so auch die Corona-Situation. Vor allem jüngere Leute haben sich zuletzt vermehrt mit dem Coronavirus angesteckt. Klar, wir sind diejenigen, die an Festivals gehen und mit anderen zusammen sind. Aber wir sind auch die Letzten, die eine Chance für eine Impfung bekommen. Im Vergleich zur Schweiz, hier in Rot, sind die Corona-Fallzahlen in den Niederlanden Mitte Juli rasant in die Höhe geschnellt. Am 19. Juli wurden über 10.000 Neuansteckungen im 7-Tage-Schnitt gemeldet. Die Fallzahlen gingen in den letzten Tagen zwar wieder etwas zurück, sie sind aber im europäischen Vergleich nach wie vor hoch. Ein Grund für diese hohen Fallzahlen: Die Regierung hatte Ende Juni die Corona-Maßnahmen stark gelockert. So konnte man in Clubs wieder tanzen und auch Festivals waren unter Auflagen wieder erlaubt. Ein Festival hat Anfang Juli in Utrecht mehrere tausend Besucherinnen und Besucher angezogen. Und dieses Festival wurde dann zum Superspreader-Event. Rund 1000 dieser Besucherinnen und Besucher hatten sich mit dem Coronavirus angesteckt. Premier Rutte musste bereits nach gut zwei Wochen Lockerungen die Schraube wieder anziehen. Er entschuldigte sich dafür, dass man zu früh gelockert hatte.
Im Küstenort Renesse in der Provinz Seeland ist von der angespannten Corona-Situation wenig zu spüren. In den Restaurants und auch beim Flanieren sollte nach wie vor ein Abstand von 1,5 Metern gelten. Eine Maskenpflicht gibt es in den Innenräumen nicht, was den Touristinnen und Touristen auch am meisten auffällt. Ich war ganz überrascht, dass hier ohne Masken ist. Also, das hätte ich nie gedacht. Und sie regeln es ja gut. In den Einkaufszentren ist einfach Stopp, wenn genug Leute drin sind. Gäste aus Deutschland müssen teilweise früher zurückreisen, da in Deutschland neue Regeln gelten. Wir haben eine 9-jährige Tochter, die muss in Quarantäne, wenn wir nicht zurückfahren. Und wir müssen beide drauf wieder arbeiten. Also wir können uns leider keine Quarantäne leisten. Verschärft werden die Maßnahmen in den Niederlanden zurzeit nicht. Allerdings kündigte die Regierung diese Woche an, dass es mindestens bis zum September keine mehrtägigen Festivals geben wird. Sollten unter anderem die Spitaleintritte ansteigen, könnte es neue Maßnahmen geben. Und hier noch die aktuellen Corona-Fallzahlen für die Schweiz. Das Bundesamt für Gesundheit meldet heute 771 neue Fälle von Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 714. Das sind 23% mehr als in der Vorwoche. 173 Personen werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 35% mehr als in der Vorwoche. Ja, wenn man die aktuellen Zahlen in der Schweiz, aber auch in Europa betrachtet, so scheint es, als würde die Vergleichbarkeit der Zahlen immer schwieriger und auch die Prognosen. Das BAG hatte vor einer Woche gewarnt, die Neuinfektionen pro Tag könnten rasch auf 1'000 ansteigen. Nun sind es aber deutlich weniger. Ist das BAG also zu pessimistisch, haben wir Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler gefragt. Ich wäre noch vorsichtig mit einer Bewertung. Man kann momentan nicht sagen, ob sich der Anstieg einfach abschwächt oder ob in einigen Tagen sogar die Fallzahlen zu sinken beginnen oder im Gegenteil, ob sich der Trend umkehrt und sie wieder stärker steigen werden. Man weiß momentan zu wenig über die Gründe der aktuellen Situation. Ist die Zahl der Neuinfektionen oder dieser 7-Tage-Schnitt, ist das überhaupt noch relevant? Weil da kann man ja gar nicht mehr auf die Todesfälle oder die Hospitalisierung schließen. Ja, dieser 7-Tage-Schnitt, der bedeutet heute sicher etwas anderes als früher. Die Impfungen hat den Zusammenhang zwischen Fallzahlen und schweren Erkrankungen entkoppelt. Das BRG sagt ja schon, dass es jetzt eher auf Hospitalisierungen schaut, mit 120 Einweisungen pro Tag als Warnwert. Ob dieser Wert der richtige ist, kann man meines Erachtens noch nicht sagen. Wir wissen zu wenig über den Grad der Entkoppelung. Wie sehr sind Sie erstaunt über die Entwicklung in Großbritannien? Also der Beitrag hat ja einige Gründe genannt. Das sind allerdings Vermutungen über die wirklichen Arten der Zusammenhänge, rätseln die Experten noch. In Großbritannien steigen ja die Hospitalisierungen auch noch an und man muss abwarten, ob auch diese jetzt in den nächsten Tagen dann abnehmen. Gibt es denn eine Zahl oder eine Merkzahl, die man jetzt mehr beachten muss, auch im Vergleich von Ländern, weil eben die Hospitalisierungsrate nicht mehr so richtig funktioniert oder die Neuinfektionszahl? Wichtig sind sicher Vergleiche von Impfquoten in verschiedenen Altersgruppen. Also in Großbritannien zum Beispiel sind nur noch 2% aller über 70-Jährigen nicht doppelt geimpft. In der Schweiz ist diese Zahl noch 10-mal höher. Steigen also bei uns die Fallzahlen stark an, kann es auch wieder zu vielen Hospitalisierungen kommen. Zur Covid-Lage hat sich heute auch Gesundheitsminister Alain Berset gemeldet per Twitter. Der Bundesrat stellt klar, dass es am 11. August keine weiteren Lockerungen gibt. Die Lage sei zwar gut, es gebe aber negative Dynamik und Unsicherheit wegen den Ferienrückkehrenden.